So, hallihallo, hier ist der Igel wieder und wir spielen Giants Citizen Kabuto und jetzt die Holzklotzwerfer. Ich habe es letztes Mal schon vorgelesen. Drei Holzklotzwerfer, die irgendwie verbuggt sind, weil sie oftmals nicht werfen. Vielleicht klappt es jetzt ja in der Aufnahme. Mir soll es egal sein. Die überwachen mit den Hörnern, die rufen nämlich Alarm, also Gegner. Und die Raketenwerfer können wir ganze Gruppen oder halt auch Gebäude relativ nett auseinandernehmen. Jetzt müssen wir nämlich hier rüber. Das ist einfach ein extrem gefährliches Gebiet hier. Aber es geht und ich glaube... Ja, ich glaube, wir kriegen relativ früh irgendwo noch einen Laden. Ich glaube, der ist rechts unten. Also von hier aus rechts, aber unten. So, und jetzt muss ich erstmal... Das nervt mich die ganze Zeit schon an. Durch die Waffen blättern. Plus... Rückwärts und vorwärts. So. Jetzt fühlt sich das wieder richtig an, weil ich habe die ganze Zeit falsch rumgeblättert und deswegen auch ein paar Mal die falsche Waffe genommen. Nur wollte ich jetzt mitten in der Aufnahme das nicht ändern, was ich jetzt doch gemacht habe, aber vorhin war ich auch mitten in der Mission und das war halt irgendwie ungünstig. Ja, vorhin habe ich aufgenommen, also gestern, habt ihr es gesehen? Oder heute auch, ist ja egal, also je nachdem. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, Mann. So, Raketenwerfer. Ich weiß nicht genau, was das Ding tut. Kann ich mir jetzt nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, dass hier irgendwo so ein Horntyp schon ist. So. Okay, und da ist auch schon der Scharfschütze. Den sehe ich ihn nicht. Oh, guck, da ist einer. Hm. Da oben war doch gerade was. Ich habe was gesehen. Da hinten ist eine Patrouille. Weil das jetzt vielleicht auch nicht so schlau war. Da ist auch eine Patrouille. Erstmal die Scharfschützen, die sind gefährlich, die Viecher. Da ist einer. So. Von weiter weg auf jeden Fall schon mal die Scharfschützen erlegen, da war er. Er ist so weit weg, ich sehe ihn gar nicht. Wieso kann er mich dann sehen? Ich sollte mal vielleicht gucken, ob ich irgendwo diesen Laden finde. Ich weiß, dass es hier irgendwo einen gibt, damit man eben nicht die ganze Zeit immer im Kreis rumlaufen muss. Aber ich weiß nicht genau, wo er ist. Also auf jeden Fall kein Scharfschütze drauf. Aber einer davor. Ein Horn. Okay. Die sind gefährlich. Die müssen sofort weg. Und hier ist auch schon der Laden. Genau. Ich sagte doch, ich konnte mich doch erinnern, dass hier irgendwo einer war. Heilung brauchen wir nicht. Wir sind bisher noch nicht getroffen worden. Aber auf jeden Fall können wir hier uns immer schön mit freier Munition eindecken. Was ja schon mal cool ist. Da oben ist einer. Ach, ein Wurm nur. Okay, ja, dann holen wir uns den Schuss gleich wieder. Wenn wir schon direkt neben dem Laden stehen, brauchen wir nicht extra losziehen. Ja, direkt neben dem Laden eine Spritze zu verlieren, ist ein bisschen unnötig, aber gut. So, da ist eine Patrouille. Die können wir schon mal aufscheuchen eigentlich. Ja. Das kommt so auf uns zu. Okay. Mal den Raketenwerfer probieren. Naja, hat jetzt gar nichts ausgelöst, beziehungsweise ist nichts genützt. Jetzt nicht abschießen lassen, du Trolle. Wow, 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 oh, halalalala. Heilung. Wow. Was ist mit mir los? Können wir ein bisschen besser anstellen eigentlich. Nicht so viele Schüsse einkassieren. Ihr seht, man ist relativ fragil auch. Am besten ist immer, wenn die abgelenkt sind durch meine Kollegen, dann kann ich sie in Ruhe abschießen. Wenn ich sie mal treffen würde. Sage mal. Ich dachte ehrlich gesagt gerade, das wäre mein Kollege der eine. War aber gar nicht. Da ist mein Kollege. Genau. War mir gerade wieder kurzzeitig nicht sicher, ob ich denn wirklich jetzt den, als dass es wirklich mein Kollege ist. Deswegen musste ich gerade nochmal. Was? Ist er jetzt wirklich? Ja, ist er. Okay. Naja, gut. Heilen wir uns mal. Und Abflug. So. Wie gesagt, hier muss man wirklich vorsichtig vorgehen. Die sind, wenn man ein paar Scharfschützen da auf einen erstmal zu nah dran sind. Wow. War der Schuss viel zu schnell, Mann. Ich dachte, ich kann einfach auf ihn schießen und dann ausweichen, sofern kommt der Schuss, aber das ist nicht wahr. Ich muss in Bewegung bleiben. Und wenn ich in Bewegung bleibe, treffe ich die immer so schlecht. Oh, so. Mal hoch hier, wo ist er denn? Der ist doch gerade hier hinten. Ist der hier gerade versteckt? So. Stirb.
stirbt einen qualvollen Tod, da ist noch einer. Kommt der denn her? War ich schon die ganze Zeit da? So, der schießt nur mit der normalen Waffe. Die ist egal, die macht fast keinen Schaden. So, gut. Soweit, so gut. Auf jeden Fall ist da oben irgendwo ein Scharfschütze, den ich nicht sehen kann. Der ist ein bisschen ärgerlich. Ob ich überhaupt was er braucht? Na, ein bisschen Heilung. Ja, ist egal, dann holen wir uns. Ah ja, doch, klar, ich habe meine Spritze verbraucht. Die soll ich dann doch schon lieber mitführen. So, okay. Ich glaube, die Patrouillen sind damit schon mal erledigt. Der Scharfschütze da oben irgendwo. Der macht mir noch ein bisschen Sorgen. Da ist er. Da ist er doch. Ah, verdammt, ich rutsche. Ich habe ihn nur gerade gefunden. Wo war er denn jetzt? Rutschen ist scheiße. Ich habe ihn doch gerade gesehen irgendwo. Waren da zwei? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war's. Okay, gut. Was ist das? Ein Ei oder was? Naja, egal. Und oben irgendwo war auch einer noch, ne? Ah ja, da muss ich nachher hoch. Und ich weiß, dass da einer irgendwie so schräg um Ecke sitzt. Und ganz gefährlich dir von hinten in den Arsch leuchtet. Und dir dann schön das Genick wegschießt. Das ist uncool. Naja, okay. Hier scheint erstmal nichts weiter zu sein. Patrouillen sind weg. Da oben ist einer. Das ist der Scharfschützengewehr, der Scharfschütze, der Dreckige. Der mich vorhin immer beschossen hat. Lebt der noch? Nee, der ist tot. Hat nur was verloren. Ah, eine Mine. Ja, Minen habe ich doch überhaupt nicht benutzt. Habe ich auch im privaten Spiel nicht benutzt. Habe einmal eine geschmissen, habe gesehen, wie sinnlos die sind. Und dann war es das gewesen auch. Bäume, okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir, glaube ich, jetzt so vorrücken. Weil ich werde hier nicht mehr beschossen. Das ist cool. Dann gehe ich noch einmal schnell zurück und weiß auch nicht, was das jetzt hier ist. Ob das jetzt irgendwas macht. Mal im Vergleich. Hm. Okay, also das Scharfschützengewehr macht ein bisschen weniger Schaden, aber es ist schon bald sinnlos, dass man das hat. Man würde ja auch erwarten von den Raketenwerfer, dass die auch irgendwie an Gebäuden besonders starken Schaden machen und... Ja, gut, tun sie ja auch. Aber, naja, egal. Das ist, Spielmechanik ist halt ein bisschen anders als woanders in der Welt. Okay. Ich glaube, es ist auch am günstigsten, wirklich diesen direkten Weg zu gehen. Aber aufpassen, weil um die Kanten hier manchmal sich noch ein paar verstecken. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, die Mission... Ist nicht ganz so schwer wie andere, aber die kann einen schon abfacken, wenn man hier zum Beispiel vorbeiläuft und da jetzt einer drin steht. Den ich schon weggeholt habe, okay. Aber vielleicht war es der, den ich im Kopf hatte, weil mich wurde mal von hinten schon weggeschossen. Oder der hier. Direkt wegknallen, bevor er Eier legt. So. Den haben wir gesehen. Deswegen meine ich, da sind zwei Stück, die von hinten kommen können. Gut, den einen habe ich vorher schon zerstört anscheinend. Okay. Und dann... Da ist eine Kaserne. Okay, und dann sind noch diese Holzwerfer. Die allerdings nicht reagieren. Deswegen, keine Ahnung. Da sitzt einer drauf. Also ich glaube, die sollen eigentlich schon was können. So, aber da mich ja auch keiner angreift. Ist das eine Kaserne? Wow! Und meine Mission ja nur ist, die Dinger zu zerstören. Werde ich einfach schön, muss aus der Entfernung tun und Ende. Oh, ne, es war keine Kaserne, okay. Wären sowieso nicht viele gekommen. In Ordnung! Brüll in dein Horn. Brüllhorn. Was mich gestört ist, dass ich jetzt schon ein paar Mal gestorben bin, weil es, und dann in Missionen, bei denen ich sonst nicht sterbe, weil ich nehme die wahrscheinlich auch einfach nicht ernst genug. So, in den Geschenkladen. So kann man es natürlich nennen. Aufzug. Der muss ja dann da vorne sein. Okay.
Kannst hier runterlaufen und zerbrezeln. Oder ich gehe einfach von oben und zerbrezel sie von oben. Nur mit einer Granate zum Beispiel. Oder jagen meinen Raketenwerfer in den Rücken. Ja, jetzt, das sind Gegner mit Raketenwerfer. Die sind extrem gefährlich. Die sind immer gefährlich und auch mit allen anderen Rassen gefährlich, weil die wirklich bitteren Schaden reindrücken können. Die stellen sich kurz hin vorm Schießen. Ja, oh. Jetzt, komm, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Da kann ich dich nicht treffen. Na, egal. Hat gereicht. Oh Mann. Und den auch noch. Okay. Ist da sonst noch wer? Ich hab gar nicht viel ab. Ich nehme lieber die Heilung, wenn da oben eh ein Laden ist, dann soll mir das egal sein. Also wie gesagt, die sehen aus wie die mit den Hörnern, muss man ein bisschen drauf achten, was das jetzt genau ist. Weil die Hörner gibt es ja sowieso nicht so oft, deswegen eigentlich egal. Ja, jetzt haben wir Minen. Okay. Der ist wieder da hier, oder ist er überhaupt nicht gestorben? Wir waren denn so angeschlagen? Er ist fast tot. Naja, gut. Kann ich jetzt nichts dran ändern? Ist halt so. So. Okay. Die sehen ähnlich aus, aber die muss man wirklich aufpassen, weil die sind Wichsviecher. Und sehr, sehr, sehr gefährlich. Und es geht auch sehr, sehr langsam auf einem sehr, sehr weißen Aufzug. Ja. Texturfehler. Schön. Oh. Hat auch was. Schön designt hier. Also das hätte ich selbst nicht besser machen können. Beziehungsweise ich kann es gar nicht, weil ich mich mit 3D-Modellierung nicht auskenne. Da war gerade die Textur. Vielleicht sehen wir sie ja nochmal. So, okay. Jetzt ist... Was? Nice teamwork, lad. Ja, na klar. Here, look at this. I've created a new bomb, which will destroy the doors to the prison, where they should be holding Timmy. Come on, give me a hand, Reg. Ja. It's called a pop-up bomb, and I've made it extra light, so you'll be able to move around easily with it attached to your back. Ja, das ist so die Megawaffe der Max. Das Problem ist an denen, die sind ziemlich schwer, wenn man die auf dem Rücken hat. Man kann sie nur einmal benutzen. Free Timmy! Timmy's spying ability will come in handy when you go up against the Sea Reaper spells. Wait, hang on. No one said anything about fighting Sea Reapers. Fred is right. Weapons are one thing, but spells and magic? No way. Yeah. Besides, we're supposed to be a planet Majorca right now. Ah, shut it! Come on, where's your spirit, lads? Ich glaube, jetzt kommt eine ziemlich heftige Mission. Zumindest habe ich die zwei, dreimal verloren. Well, Timmy is a strong lad. He should probably learn to look after himself. And maybe I could come along on your trip. Ja, sorry für die Unterbrechung. So, endlich. Ja, sorry, ich habe immer noch dieses Windows 7 Problem, dass er einfach manchmal aus dem aus Vollbild-Sachen einfach raustappt, einfach rausgeht, ohne ersichtlichen Grund. Ich habe es bisher noch nicht beheben können, mir konnte auch noch keiner was Vernünftiges sagen. Wenn es immer noch irgendjemand weiß, also die Frage steht immer noch offen, wie man diesen Piss los wird, dann bitte an mich. Genau, also, ich soll die Pop-Up-Bombe dahin tragen. Ich gucke erstmal, wie lange die Aufnahme mittlerweile schon ist, wieder. Ja, 14 Minuten, das ist jetzt ein bisschen ungünstig für eine komplette Folge. Jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt diese Mission ist, an die ich denke. Nee, ist sie nicht. Ach, das ist eine relativ kurze Mission, okay. Dann ist es wahrscheinlich die nächste sein, weil da braucht man wieder die Pop-Up-Bombe. Und ich muss jetzt aber erstmal von hier aus... Scheiß Worm.
Okay, dann machen wir die Runde machen wir auf jeden Fall jetzt hier. Die ist nämlich sehr kurz an sich. So, da ist noch ein Worm. Den holen wir direkt so weg. Haben wir gleich Ruhe vor diesen Viechern. Sind eh nicht sonderlich gefährlich. Da ist noch einer. Bäm. Bäm. Okay. Da unten steht noch ein Soul Reaper Man. Okay. Ein Geschütz. Ein Ripper. Das ist die Kaserne, zu der ich hin muss. Da drüben stehen welche mit... Oh shit, warte. Erstmal Munition holen. Wäre besser. Bevor sie nämlich alle auf mich zugelaufen kommen dann. Ja, jetzt schießen sie mich schon mit ihren Bomben. Ja, toll. Hättet ihr nicht geschossen? Ja gut, ich habe gedrückt, geschießen und dann schießen die natürlich mit. Dass ich keine Munition habe, war denen relativ egal. So, jetzt muss ich erstmal heilen. Ich habe keine Heilung mitgenommen, Trottel. So. Und ich glaube, ich habe ja jetzt die beiden... Ah, nee, du nicht. So. Und... Die beiden juckt das nicht, dass ich auf sie schieße. Wahrscheinlich sind sie außerhalb meiner Reichweite und dürfen da oben nicht runter, weil sie, wenn sie da einmal oben drauf stehen, sich nicht mehr frei bewegen dürfen oder so, keine Ahnung. Weiß ich, wie sie das KI-mäßig geregelt haben. So würden die wahrscheinlich relativ schnell runterhüpfen einfach. So, das sind die Patrouillen. Wenn ich die anstoße, dann werde ich natürlich von allen angegriffen, von denen. Und da ist auch noch eine Patrouille. Sea Reaper Man. So, die haben wir jetzt erstmal schon mal auf den Hals. Und da haben wir noch einen Worm. Den machen wir gleich weg. Ja, der wird schon zerfressen. Okay. Ich schieße die schon mal los hier. So. Okay, zwei Schuss habe ich noch. Au, ich habe einen Schuss in der Bewegung geschafft. Treff ihn nicht. Ja, machen wir erstmal Muni. Gibt keine Max, die sie noch befehligen können. Ja, die sind anscheinend beide weggestorben. Das ist nicht so cool. Aber da, solange ich hier oben bin, kann mir eigentlich nichts passieren. Nur runterfallen ist eine scheiß Idee in dem Fall. So. Holen wir uns jetzt mal die. Ja. Schon mal nett. Ja, nun kommt doch her. Wenn ihr schon wieder am Leben seid. Ja, die sterben jetzt hier wie die Fliegen, die Jungs. Ich hätte auch eigentlich eine ganz schnelle Aktion machen müssen. Aber ich brauche so einen kurzen Moment, um das Ding zu platzieren. Deswegen muss ich mal schauen. Da ist ja das Geschütz, habe ich ja schon weggeholt. Ob da noch ein... Oh, ob da noch ein Geschütz ist. So. Ja, kommt doch her. Oh, nein. Ich will da nicht runterfallen. Er sitzt hier eh nur rum und macht nichts. Wir verfügen wieder über niemanden, den sie befehligen können. Ich habe sowieso keine Schüsse mehr. Ich will wieder dabei besser. Dann komm her. Wenn ihr da unten die ganze Zeit rumeiert, dann werdet ihr die ganze Zeit nur abgeschossen. Habe ich nachher gar keine Unterstützung mehr von euch Spackos. Der eine fickt Smarties, Mann. So. Ich glaube, da unten ist noch einer. Ja, ich sehe ihn doch. Zack. Hä? Stirb doch! Ich wollte nicht sterben. Ja, der ist weg. Und der auch. Nein, der nicht. Aber jetzt. So. Und der auch noch. Wie viele sind denn da unten, Mensch? Nee. Reicht auch. So. Money. Money, money, money. Ja, es sieht halt sehr, sehr feige aus, was ich hier mache. Immer mit dem möglichst zurückbleiben und so weiter. Allerdings so offene Kämpfe mit Viechern, wo vielleicht auch ein paar Raketenwerfer dabei sein könnten oder so ein Scheiß. Ist eine ganz beschlissene Idee, also von der Seite aus. Okay, bleib hier. War doch gut, alles gut. So, schön Übersicht behalten. Muss sowieso gleich nochmal zurück. Kann ich eigentlich gleich die Bomben mitnehmen? Ich glaube, es ist nur noch einer von den Gegnern da. Und da ist noch ein Worm. Habe ich eben über den Flügel abgeschossen.
Ja, ich guck mir das nochmal an hier, ob da noch ein Geschütz irgendwo ist. Ja, schön hast du das gemacht, dass du auch mal was gerissen hast. Viel habt ihr ja nicht gerissen. Ja, leider sind meine Kollegen alleine ziemlich... Na, als Ablenkung taugen sie, sag ich mal so. Am besten ist, wenn sie mit mir geballt schießen, aber... Ist an dieser Stelle nicht nötig geworden, weil ich ja... weil ich ja alles mit der... Dingens gemacht habe. Und auf jeden Fall nehmen wir jetzt erstmal die fette Bombe mit. Und damit ist man jetzt ein bisschen langsamer unterwegs. Ist nicht so schlimm wie im Video, also es, man kann sich schon bewegen. Aber auf jeden Fall auch der... Der Boost ist, fühlt sich gar nicht so schlimm an, wie ich das in Erinnerung hatte. Man ist auf jeden Fall nicht ganz so beweglich, aber... Oh. Ein paar Ripper hier, als letzte Instanz. Okay. Auf jeden Fall muss ich das Ding einfach hinstellen. Und damit die Tür öffnen. Möglichst dicht vor die Tür. Weil das Ding hat halt nicht sonderlich viel Explosionsradius. Ah, oder doch. Was a bit more powerful than expected. Come on, let's look for survivors. Ha, g'day, mate. Crikey, I can't believe I've finally been rescued. Here, let me join you, fellas. Wait a sec. Don't get up. You're welcome. We're looking for Timmy, man. Have you seen him? Ah, yes, yes, Timmy. He was my cellmate before they moved him. A real sport he was. Taught me how to sing. Not much else to do, held up in a prison cell all day and night. Right, where is he now? Yes, sir. Taught me to sing so many great songs. Smarty, Men Unite, Drink the Barrel Dry, the old... Don't test us, lad, or you'll be feeling the end of me stick. Yes. Was it another one? Yes, yes. Oh, there were so many. Ow! What are you doing to me? Must have moved him to the torture tower. I feared as much. Yes. Yes, that's where they took my singing partner. Be a sport and bring him back. He sang like an angel. Here, here, this should help. It's called a Millennium Gun. Big fella, isn't it? Crikey, it's never done that before. Pissed off bastard. Here, Baz. You'd better handle this one. We'll need it if we're going to get to the torture tower. Right, wait a minute. Bloody hell! Look at the size of this thing! Come on, lads, we've got to try this one out! Ja, das ist jetzt die Millennium Gun. Also noch eine. Sag mal, ich wäre eigentlich schon der Meinung, ich hätte eine andere Waffe schon lange haben müssen. Naja, gucken wir uns erstmal noch das an. Danach ist es wahrscheinlich Überlänge. Ordentlich Überlänge, aber naja. Look, Baz, the guy's clearly bogus. Let's do a runner and get Gordon and Bennett to pick us up. What you say? In a week. He helped us find Wrench. Can't let the old geezer down. Yeah, Baz is right, though. I mean, the least we can do is get his grandson back. All right, bourgeoisie, we're in. Let's go. Yeah. Vor allem, er hat nicht mal einen Reißverschluss. To torture square before I die of old age. Okay. Ready, lads? And be careful, laddie. This time you're going up against sea reapers. Incredibly fast they are, and their spells are deadly. Now go on. I'll be sitting under this tree. Right. Bet you will. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Sea Reaper ist eigentlich eine ganze Rasse hier. Wir haben ja bisher eigentlich nur die Sea Reaper Guards quasi gesehen, also die normalen. Es gibt aber auch noch, wie heißen die denn? Rakes, genau. Und die sind scheißengefährlich. Nur die Pop-Up-Bombe kann diese Türen zerstören. Sie brauchen Pop-Up-Bombe, versuchen Sie es mit dem Laden. Probieren Sie Ihren Millennium-Mörser in einem Gebäude oder einer feindlichen Gruppe aus. In diesem Fall bewahrheitet sich. Größer ist besser. Achten Sie auf bösartige Rakes, die in Ihnen Zaubersprüche kräftig zusetzen können. Im besten Fall können wir die Viecher schon mit der Scharfschützengewehr abschießen, bevor sie überhaupt da sind. Brauchen aber, glaube ich, mit dem Scharfschützengewehr 3 Schüsse und sind rattengefährlich. Ordentlich. So. Okay. Ja, die Frage ist jetzt halt nur, wann machen wir das? Und zwar beim nächsten Mal. Also, ciao.